Ja, grüß Gott, ich bin's nochmal, oder Matthäus Leitwolf und Rekordnationalspieler in Rekordzeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, tun, was dort bei meinem ehemaligen Verein FC Bayern gerade so abgeht, das ist eines solchen Clubs nicht würdig. Das tut man so nicht. Man kann nicht eine Ehefrau sozusagen vor die Tür setzen tun, wenn man die andere schon am Haken hat, oder die eine heiraten tun, wenn die andere noch im eigenen Ehebett schlafen tut. So war es mit Thomas Tuchel, so ist es mit Nagelsmann gewesen. Man hat quasi die Hochzeit, den Ehevertrag mit Tuchel schon unterschrieben, wer Nagelsmann quasi noch in den Flitterwochen war, mit der eigenen Familie quasi, wenn man so will. Mit dem FC Bayern war er da, wo Schnee lag, und man hat aber schon die andere Ehefrau quasi sozusagen in die Familie eingeführt. Das ist Riesensauerei, bin ich stinksauer drüber.